Ja. Oh. Hey Leute, ja, ich bin Marienheide, Busbahnhof. Ich habe mich gerade entschieden, nicht direkt nach Bergisch Gladbach zu fahren, weil es ja nicht mehr meine Heimat ist. Seit ein paar Tagen. Sondern erstmal nur nach Wipperfjord zu fahren. Ne? Ein Ticket ist billiger und ich weiß ja sowieso, dass ich gleich wieder in die falsche Richtung fahre und dann ist das Ticket wieder ab. Blabla, ich habe jetzt nur ein Ticket bis Wipperfjord getaggt, gebucht, ne? Ja, mit meiner WhatsApp, wo ich da kein Geld habe und ich hoffe, dass das Handy, der Akku, der ist fast leer. Ich werde mich also jetzt bald nicht mehr melden können und ich brauche dieses Laden, noch halbwegs geladene Handy, um mein Fahrticket vorzeigen zu können. Na, ich werde meinen Bruder Charlie, meinen neuen Bruder Charlie in Wipperfjord am Busbahnhof im türkischen Supermarkt besuchen, ihm wieder Hallo sagen und Charlie, ich bin da. Dauert nur eine Stunde oder so oder anderthalb. Dann bin ich wieder da und sage dir guten Tag. Und vielleicht kriegst du, ich habe jetzt kein Geld mehr. Also ich kann auch keinen Kaffee bezahlen. Aber vielleicht, du gibst mir mit Sicherheit ein. Ich freue mich, dich gleich wiederzusehen. Ich hoffe, ihr habt geöffnet. Wahrscheinlich türkische Supermärkte haben immer geöffnet. Bis gleich. Und ich werde mit Sicherheit. Hundertprozentig habe ich gerade schon wieder eine freundliche Dame mir gesagt hat, wo es lang geht, wieder viele Leute kennenlernen unterwegs. So viele, wie ich mein ganzes Leben noch nicht kennengelernt habe. Bis später.